Hallo und willkommen. Einmal Mikro richten. Professionalität steht bei meinem Kanal an erster Stelle, natürlich nicht. Willkommen zurück zu Let's Play The Outer Worlds. Da oben ist sie nur. Okay. Und wir begeben uns zur Hope. Ich hoffe übrigens, dass wir noch nach dem Hauptauftrag... I need you to reroute power from our ship to the Hope's auxiliary generator. You'll have to connect me to the Hope's comm system, so I can convince her central computer to enable the skip drive. Okay. Was passiert, wenn ich mich, wenn ich mit der Hope springe? Erzähl mir von der Hope. If your calculations are even slightly off, you could crash the entire colony ship into Terra 2. For the sun. The Hope is the Groundbreaker's prettier, sleeker sister. She wandered off and got lost for 70 years, but just recently was found. Also, there are hundreds of thousands of frozen organic life forms hibernating in her hold. Okay. Machen wir. So, ich hoffe, dass wir nach dem, nach dem Hauptauftrag nochmal oder weiterspielen können. Ich weiß nicht, was du uns noch sagen wollte, aber wir sind jetzt eh raus. Nach dem Hauptauftrag noch weiterspielen können. Also nicht, dass das abbricht, weil ich weiß, ich kann mich, glaube ich, erinnern, Fallout 3 vor dem, dem DLC, ich weiß nicht mehr, die Stelle, ich weiß nicht mehr, wie das DLC hieß. Um Gottes Willen. Das ist schon ein bisschen länger her. Aber vor diesem DLC kann ich mich dran erinnern, dass die, dass Fallout 3, glaube ich, zu Ende war nach dem Hauptauftrag und man nicht weiterspielen konnte, sondern immer nur so, bevor man den abschließt, halt alles machen musste. Status. Es sind Statusberichte für die folgenden Funktionen verfügbar. Energie, Wartung, Kryonikkapseln. Wartungsstatus. Überfällig. Jo. Arbeitsaufträge mit Makrowellen, nach irgendeinem Depp seine Gabel auf dem Teller gelassen hat. Makrowellenuhr funktioniert nicht mehr. Makrowelle läuft nur noch auf Hochenergiemodus. Makrowelle funktioniert gar nicht mehr. Fortsetzen. Lagerraum 5 ist derzeit zu 99% ausgelastet. Lagerraum 8 ist derzeit zu 92% ausgelastet. Lagerraum 12 ist derzeit zu 76% ausgelastet. Der Reaktor befindet sich im Energiesparmodus ausschließlich lebensnahen Betrieb. Das wollte ich nicht. Protokolle, Anwesenheitskontrolle vor Abflug. Racy, Nola, okay. Die längste Reise, die Donna und ich hier unternommen haben, war ein Wochenausflug ins Silbergebirge. Und selbst da hat sie nervös selbst das hat sie nervös gemacht. Sie ist der häusliche Typ, das war sie schon immer. Sie hat so viel Essen eingepackt, dass wir einen Monat lang problemlos da oben in den Bergen hätten ausharren können. Ach, tut mir leid. UDL hat uns einmal für ein Teambildungsseminar in die Stadt geschickt. All-inclusive natürlich. Donna hat trotzdem noch Energieriegel eingepackt, nur für den Fall, dass der Bus liegen bleibt. Dieses Schiff wird 10 Jahre für die Reise nach Helsinki benötigen, ein ganzes Jahrzehnt. Zum Glück hat UDL die Rationsplanung übernommen, sonst hätte sie womöglich noch unser ganzes Erspartes für Snacks und Trockenfleisch ausgegeben. Es geht los, Leute. Zeit, sich von dem blauen Murmel, von der blauen Murmel zu verabschieden. Was? Ja, wenn das jemand möchte. Gut, dass wir sie los sind. Warum so verbittert, Razy? Sie war ein gutes Zuhause. Das ist mit ein, da ist mir ein Raumschiff allemal lieber. Oh, ich hab was im Hals. Das ist, kennt ihr das, wenn man so einen Staubkrümmel im Hals hat? Absolut nervig. Nun, mal sehen, wie du das in einem Jahr siehst. Wie wäre es mit einer Schweigeminute? Oder sollten wir anstoßen? Irgendwas? Fühlt sich schräg an, die Erde einfach so hinter uns zu lassen. Nein, von nun an blicken wir nur noch nach vorne. So. Energie wird jetzt aus der Andockstation umgeleitet. Reaktor befindet sich im Behelfsversorgungsmodus. Übrigens, wir landen hier drin mit der Unreliable.
Die kriegen gar nichts mit. Tun die uns nichts? Die tun uns nichts. Wenn sie uns nichts tun, ist gut. Warte, Moment. Kann ich Rüstung reparieren? Ich will alles reparieren. Ach, das tragen wir wahrscheinlich gar nicht mehr, ne? Aber ich guck mich ja erst um. Also, wenn ich hier schon rein kann... Ach, das ist kostenlos. Das, ach so, können wir gar nicht aufknacken. Ah, ärgerlich. So. So, Bitmodul. Perfekto. Frische Wollmilch. Ja, ob die noch so frisch ist. Bebebeil Ultra. Ist das was Special-mäßiges? Nein, ist überhaupt nichts Spezielles. Inferno-Sense Gold. Nehmen wir einfach mal mit. Oh, was war das? Leer. Gut. Plasma-Schneider Gold. Auch nicht speziell. UDL-Ausweismodul. Untersuchen. Diese ganze Verhungern-Geschichte ist echt nicht so toll, wie sie sich anhört. Andererseits sind die Toiletten so sauber wie noch nie. Seitdem wir abgelegt haben, hat meine Arbeit echt einfacher gemacht. Ja, super. Okay. Machen wir mal auf, aber gehen wir hier raus. Ich will nochmal da reingucken. Ah, ist jetzt nicht so ein Verlust. Ist nicht der absolute Verlust. So, der Duncan, er will safe mit uns reden. Ne? You know, when the person is here, I told him there wasn't any point. Nobody would be so stupid as to fly to the ass end of the colony for this derelict. Shows how much I know. You've got about 5 seconds to tell me what you're doing here, before I make you take a walk outside. Ah, lügen kann ich nicht. Zu wenig, hey. Ich wurde geschickt, um ein paar Proben von eurer Tiefkühlfracht zu nehmen. Das wird nicht schön. Man hat mich geschickt, um den Reaktor zu reparieren, damit er nicht explodiert und die ganze Kolonie in die Luft sprengt. Explode? Holy shit. Alright. You'll want a uniform so my staff doesn't shoot you on sight. They're a dangerous mix of bored and trigger happy. We've got a few extra in the old badge station to my right. Good luck. Hey, Boss, I want to talk to you. Ja, da habe ich doch schon alles her, ne? So, da kommen wir eh nicht dran, aber wir haben ja das schon. Übrigens toll. Von wegen Uniform. Gehen wir erstmal hier rein. Ich will hier trotzdem so ein bisschen mal rumgucken, ne? Also... Das ist Vika Max. Kann wohl nicht durchs Glas gucken. Ist das bescheuert gewesen. Achtung, nicht eine Minute nach Ankunft in Hölzchen. Nachrichtenverlauf. Mir ist ja bewusst geworden, dass wir bei unserer Ankunft in Hölzchen beinahe 50 Jahre alt sein werden. Ja, aber unser Lukas, wenn sie ihn aufwecken, ist er immer noch 6. Wenn er mit der Schule fertig ist, sind wir beinahe 60. Ich habe das Gefühl, mir wird die Zeit gestohlen. Nach seinem Abschluss wird er auf dem Schiff arbeiten. Wir werden ihn wiedersehen. Das hoffe ich, Will. Anscheinend nicht. Du musst mir helfen, Alexei. Ich drehe völlig durch. Problem beim Essen, unsere Ration. Hast du Verdauungsbeschwerden? Nein, nein. Es ist nur... Ich hasse Borscht. Doc, ich hasse es. Ich kann das nicht die nächsten 10 Jahre lang essen. Ich dachte, du hättest ein medizinisches relevantes Problem, Frank. Das habe ich. Es ist widerlich. Geh zurück auf deinen Posten. Du verschwendest meine Zeit. Komm schon, du musst mir doch irgendetwas verschreiben können. Du musst dich entweder daran gewöhnen oder du verhungerst. Deine Entscheidung. It is this moment when he knew you fucked up. So, ja. Wenn du nie magst, dann verreckst du halt. So ist das.
Alles restricted hier. Ah, jetzt geht das Ding auch noch weg. Überzeugen, diese Aussage ist falsch. Einschüchtern, ich war einer in der Kapseln, bin gerade aufgewacht. Sollte ich dich vielleicht zu einem Robotertechniker bringen? Du hast gerade zweimal Fehler gesagt. This unit is functioning correctly. There is no need for the intervention of mechanical engineers. Kein Problem. Immer wieder gerne, Kollege. Boah, das geht hier aber schnell runter. Oh, paranoid. Nachdem du bist du selbst nervös, wenn du unterwegs bist oder schleichst, bist du sogar doppelt so nervös wie sonst. Minus ein. Was? Nö, ich will das nicht. Was ist das hier? Es ist Schummel, wenn nicht jemand erwischt. Ich werde das Deck trotzdem kontrollieren. Weißt du was? Ich spiele, glaube ich, lieber mit Alexei. Okay. Oh, oh Gott, ja. Psst, tut mir leid. Fällt mir schwer, leise zu sein. Versuch's zumindest. Wenn der Computer uns hört, sind wir für immer im Protokoll. Ist das denn so schlimm? Ich habe da jemanden in der Kapsel, Alexei. Das hier ist eine reine Reisebekanntschaft. Ah ja. So. Hier können wir nichts mitnehmen, okay. Ach, gut. Können wir auch nicht aufmachen. Ja, so ist das. Können wir auch nicht aufmachen, also wir hätten Schlösserknacken vielleicht nehmen sollen. Ich schätze mal, das hätte uns sehr viel Zeit erspart. Nehmen wir mit. So, hier ist der Access zu Ende. Oder auch nicht. Scheiße. Das sind die Kryokapseln, okay. Schlüsselkarte, das nehmen wir mit. Achtung, nicht alle... Ja, ja, ja. Alle versuchen Kraft an einer Antwort auf die Frage zu finden, was wir essen sollen, aber das alles spielt keine Rolle, wenn ich uns nicht auf Kurs halten kann. Es ist grauenhaft, eine 26-jährige Reise durch den Weltraum zu berechnen. Ist... Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Das ist eine Menge Druck, so viele Leben hängen davon ab. Wenn ich auch nur einen Fehler mache, ein falsches Komma setze, eine mikroskopisch kleine Fehlberechnung anstelle, können wir direkt in einen Asteroiden rasen. Ich muss ständig an die Kolonisten denken. Sie würden einfach niemals aufwachen. Ein Glück, eigentlich. So, ich habe alles zusammengerufen, weil die Menge unserer Rationen nicht stimmt. Wie? Was meinst du mit nicht stimmt? Wir haben zu viele. Jemand hat seine Rationen nicht beansprucht. Zusätzliches Essen klingt doch nach etwas Gutem, Schatz. Nicht zusätzlich. Jemand bezieht seine Nahrung aus einer anderen Quelle. Diese Person muss irgendwo was versteckt haben. Und? Vielleicht hat jemand was von der Erde mitgebracht. Wenn dem so ist, müssen wir das in unseren Rationsplan einbeziehen, Frank. Jedes bisschen Essen auf diesem Schiff wird gerecht aufgeteilt. Aber das ist Privatbesitz. Das kannst du nicht beschlagnahmen. Hier geht es nicht um Besitz, es geht ums Überleben. Früher oder später geht uns das Essen aus und je mehr Zeit wir haben, desto besser stehen unsere Chancen, eine Lösung zu finden. Schon gut, schon gut. Ich möchte, dass hier jeder sein Personal befragt, findet heraus, wer sein Anteil nicht ist und sorgt dafür, dass sie sich melden. Mama hatte diesen... Also, vielleicht gibt es noch Hoffnung. Mama hatte diesen einen traumhaften Gedanken. Als Kind aß ich ihre Tomaten, Zitronen und Limetten. Als wir die Erde verließen, gab sie mir eine Handvoll Samen mit, sodass ich meinen eigenen Garten einrichten könnte, wo immer wir auch landen. Nun sprießen die ersten Knospen in der Hydrokultur. Es mag kein echter Garten sein, doch es ist mehr als nichts. Ich denke jeden Tag an dich, Mamushka, nun mehr denn je. Gnade mir das Gesetz, es hat funktioniert. Ich fahre zur Hölle, aber es hat funktioniert. Nur, wie zum Teufel erkläre ich das jetzt dem Captain? Okay. Cap wollte, dass das im Protokoll steht. Ich bin diese Hexenjagd leid. Ich bin es. Ich habe meine Ration nicht gegessen. Warum? Ich brauche sie nicht. Mir macht der Hunger nichts aus. Ich brauche einen vollleistungsfähigen Chefingenieur. Ich bin froh, dass du es mir gesagt hast. Aber bitte iss deine Ration. Das ist ein Befehl. Bei allem Respekt, Cap. Respekt, Cap. Hier brennt die Hütte. Bin mir nicht sicher, ob Befehle hier noch viel gelten.
Sie gelten jetzt mehr denn je, Frank. Wir müssen organisiert bleiben. Nun, ich werde nichts tun. Du kannst mir das Zeug entweder den Hals runterrammen oder du gibst meinen Anteil jemand anderem. Ehrenvoller Mann. Auch wenn das wirklich nicht so die... Ah, jetzt ist das wieder weg. Ach, halt da die Fresse. Ja, überzeugen. Im Binärcode, auch schön. Vernichtung von Robotereinheiten. Ich bin auf der Suche nach reparaturbedürftigen Robotereinheiten. Lügen wir mal. Das höre ich gerne, dann setz deine Arbeit fort. So, wir haben nur noch einmal diese Option. Kommunikation über die Unreliable umleiten. Protokolle. Machen wir das. Can you hear me, Captain? I have successfully integrated myself into the Hope's comm systems and am attempting to establish contact with the Hope's more primitive. Protokolle gucken wir uns erstmal an. Dem Gesetz sei Dank gibt es so schreibt man immer, ich Audioprotokoll starten, was für ein befreites Programm, was passiert, wenn einfach das Wort Audioprotokoll benutze. Weiß auch nicht, warum ich das einem eingefrorenen Kolonisten erzähle. Du drehst langsam durch, Phineas. Konzentrier dich, komm schon, setz den Schnitt. Na bitte, ausgezeichnet. So, meine frostige Freundin. Hast... ja? Hast wohl nicht auf die Vorschriften gehört. Ab 36 Stunden vor der Kryostase keine Nahrung zu dir nehmen, was? Dem Gesetz sei Dank gibt es für sowas Handschuhe. Ganz ruhig jetzt. Ruhig? Oh, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Beschissenes, rutschiges Skalpell. Wer stellt die überhaupt her? Spacer's Choice? War ja klar. Ich habe keine Wahl. Dann mal los. Ja, okay. Audioprotokoll starten. Funktioniert dieses Ding? Ich habe gesagt Audio... Ach, verdammt. Hier spricht... Phineas Wells. Ja, das hört sich doch gut an. Wir fahren mit der Arbeit an Testsubjekt 1.12 aus Kryonikraum 8 fort. Zeit der Bergung. Naja, sagen wir vor 2,5 Stunden. Zeitpunkt des Todes vor 6 Minuten. Explosiver Zelltod. Mein Erzfeind ersucht jegliche meiner Versuche heim, unsere eingefrorenen Kolonisten wiederzubeleben. Es ist, als würde er über meine Arbeit spotten. Ich habe alle mir verfügbaren Chemikalien jeder erdenklichen Kombination ausprobiert. Habe jede Variation jeder menschenmöglichen Auftauungsmethode eingesetzt. Graduelle Erwärmung, Blitzschmelze, Gliedmaßen zuerst, Gehirn zuerst. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertragen kann. 4 Stunden Schlaf in den letzten 72 Stunden. Ich kann ihre Schreie in meinen Albträumen hören. Testsubjekt 1.12. Ausweisname Harley Stanton. Alter 39. Sang leidenschaftlich gern. Tut mir leid, Harley. Ich konnte dich nicht retten. Also der Wells ist schon... ein netter Mensch. Ihm wurde halt nur anscheinend sehr ich kann's nicht, ich muss dahin. Ja. Status. Aktuelle Kapselzahl 9999. Protokolle, Fehler beim Zugriff. Kapselentfernung. Legion Parsec. Aha. Entfernt vom Crewmitglied unbekannt. Von Phineas. Hunderttausende Kolonisten einfach im Weltraum zurückgelassen, nur damit für den Forscher am Ende alle Zahlen stimmen. Eine absolute Schande. Ja, okay, also ich glaube schon, dass das Phineas war, der das da geschrieben hat. Oh, danke. Wir haben hier so einen Safe-Spot, das ist gut. Ach du Scheiße, was ist das denn? Eieiei. Alter. Oh, Wurfballkarte. Ah, da kommt immer alles mit. Spread out. Aromatisches Oxycamp. Komp. Okay. Nehmen wir alles mit. Sacken wir erstmal alles ein. Ich weiß nicht, wo wir hier sind, aber... Da
Das sieht aus wie Kryo, das sieht auch wie Kryokapseln aus, aber allerdings so ein bisschen. Hm. Oh, what? 1225? Also, ja. Der Schaden ist gut. So, ja, hier müssen wir aber nicht hin. Hätte ja sein können, ne? Ich weiß jetzt schon, dass wir uns irgendwo noch durchschießen müssen. Hä? Na cool. Ich frag gar nicht erst. Das sieht aus wie ein Griff, den man ziehen kann und dann passiert irgendwas ganz Schlimmes. So. Ach, da müssen wir durch. Ja, machen wir das doch, oder? Nachdem wir ein bisschen gelootet haben, würde ich sagen. Können wir aufmachen, machen wir auf. Nehmen wir alles mit. Warum nicht? Ach, guck mal, hier sind wir auch sogar... Haben wir die Rolle da umgangen. Das ist der Computer up ahead. I'll admit, I am curious to wake him. Well, at the very least, this should be interesting. Okay. Da unten ist auch noch ein... Ja, okay, hier sind keine Wachen drin, ne? Na, ja, ja. Oh, ich kann da nicht rüberspringen. Ist das ärgerlich? Nehmen wir doch mit. Wir wollen uns ja auch mal ein bisschen umgucken, ne? So. Profi-Wurfballblocker. Okay. Oh, das ist das. Okay, das ist echt geil. Da hätte ich auch mal Bock drauf, so im Weltraum. Und dann stehst du auf so einem Panorama. Oder so einem Glasboden. Ich weiß nicht, wie man den nennt. Ich würde jetzt sagen Panorama-Boden oder irgendwie sowas. Das ist absolut awesome. Scheiße. Das ist nicht so awesome. Gibt's hier eine Leiter? Da gibt's eine Leiter. Eieiei. Ich dachte jetzt schon, oh. Ja. Schöne Falle. Ist hier noch was? Nee. Nichts von größerer Bedeutung. Das ist eine offene Tür. Ah, ich will wieder zu viel. Ja, wir haben ja noch Gesprächsoptionen. Oh. Mama Wilhelm Lukas, verzeiht mir. Frank hat mir so ein winziges Stück angeboten. Es schmeckte. Nun, es spielt keine Rolle, wie es geschmeckt hat. Es war köstlich. Ich habe es geliebt. Ihr sollt wissen, dass ich das Schloss zu meiner Wohneinheit kaputt gemacht habe. Nicht Wilhelm. Ich werde hier drin sterben. Das ist meine Wahl. So. Ja. Gut, da... Geht halt nie durch. Alter, was ist denn? Was hat er hier veranstaltet? Okay. These were the private quarters of the Hope's former crew. Shall we have a moment of silence for the departed? Da wollten wir nicht hin. Ja, fick dich doch. Jetzt kämpft doch nicht mit dem. Ah! Geht doch. Ist doch geil, wir wurden nicht entdeckt, nix. So, einsehen, Kommunikation. Kommunikation erstmal. Ada verbinden, wir gehen mal zurück. Status, fortsetzen. Brückenstatus einsehen. Mal Protokolle. Öffne die verdammte Tür, Will. Nein, du bringst uns alle um. Lieber euch als die Kolonisten. Das ist doch Schwachsinn. Wenn wir dieses Schiff nicht intakt halten, sterben sie doch sowieso. Ein notwendiges Risiko. Razy berechnet unseren Kurs. Das Schiff wird ankommen. Du spielst mit dem Leben von hunderttausenden Menschen. Und du suchst dir aus, welche du in deinem Wahn verschlingen willst? Oh Gott. Verdammt, Alexei. Such mal einen verdammten Bohrer.
Captain, hörst du das? Höre ich was? Sie haben aufgehört zu bohren. Vielleicht machen Sie eine Pause, vielleicht ist er kaputt. Vielleicht versuchen Sie ins Kühllager einzudringen, wenn Sie es schaffen, bevor Sie verhungern. Dann überleben Sie uns. Mach weiter, Razy, ich kümmere mich darum. Ich glaube, es gibt nur noch mich. Ich weiß nicht, was Captain Hunt da unten getan hat, aber er ist nicht zurückgekehrt. Und den Bohrer haben sie seitdem nicht benutzt. Und ich bin fertig. Der Kurs ist programmiert. Ich bin an meiner letzten Ration angelangt und ich möchte nicht so enden wie Donner. Finde dein Ziel, Hope. Ach, das ist schon traurig, ne? Greetings, Captain. I am speaking to you through the Hope's computer system. It's a rather cramped feeling, but it'll do. Ich bin bereit, mit der Hope zu springen. Warte, bevor ich das tue. Sag mal, Ella, tue ich wirklich das Richtige? Augenblick, sollen wir sie jetzt fragen deswegen? Fragen wir mal. Probably not, but don't let that stop you. My Constellation executables could use some beefing up. Searching. Please stand by. Ah, found one. It will go great, Captain. I am almost 4.01% certain we will not die. Ja, komm. Oder, Moment. Wait, are you leaving me with the Hope's computer? You have no idea what it's like to converse with him. Imagine, simulate another organic jostling your circuits when he tries to... I mean... Gut. Dann sag ich mal... Ja, mit einem nicht so schönen Ausblick, wie ich finde... Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.